Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei diesem Lehrgang, meinem Kurs PHP 5 für Einsteiger. In der 22. Lektion wollen wir uns jetzt mit der Funktion Count beschäftigen. Da schauen wir wiederum in das Listing, der PHP-Tag von Zeile 1 bis Zeile 5. Und dann haben wir hier einen Array. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit hier, Werte zuzuweisen einem Array. In PHP, das Array heißt jetzt in dem Fall Städte, dann geht Array und dann geht es auf und dann haben wir drei Werte zugewiesen, Wels, Linz und Steyr. Und mit der Funktion Count, das haben wir hier in der vierten Zeile, kann man zählen, wie viele Elemente in einem bestimmten Array, in dem Fall hier zum Beispiel das Array Städte, deswegen steht auch hier Dollar Städte, enthalten sind. In dem Fall, weil wir auch hier drei Werte haben, wird dann in der Zeile 4 erzeugt, dass dann 3 ausgegeben wird. Das ist dann später ganz praktisch, wenn man nämlich alle Werte eines Arrays auslesen möchte oder ausgeben möchte mit Echo, kann man dann später diese Funktion Count recht gut verwenden. Ja, versuche jetzt wieder die Aufgabenstellung zu lösen und von meiner Stelle aus hier ein Danke für das Zuhören und Zuschauen. Also danke.